So, moin moin, liebe Sportsfreunde. Lange nichts mehr voneinander gehört. Ich von euch nicht und ihr von mir nicht. Das hat ja auch seine Gründe, aber das ändert sich jetzt, weil Friedewalde steht vor der Tür. Und wo bin ich gerade? Auf dem Weg nach Friedewalde, genau. Und zwar habe ich jetzt noch 164 Kilometer vor mir. Der FP-Van ist vollgepackt. Wenn ihr mal so guckt. Überall Zeug, Kühlschrank. Da. Ja, und wenn wir mal nach hinten gucken. Oh, zwei Pavillons, LED, Sommerlichterkette, Brot, Essen ohne Ende. Kopter natürlich, dürfen auch nicht fehlen. Alles ist am Start. Ja. Ich wollte mal sagen, es geht nach Friedewalde. Also, ich denke mal, wir hören wieder voneinander, wenn wir in Friedewalde sind. Ansonsten bis dahin, peace out, bleibt fresh. Tschüss. Looks like a blink of an eye's not enough. She'd rather be staying for days now. I'd rather fix it than mess up again. She'd rather be burning it all now. I know we will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that... Oh, was ein Stress hier. Es ist alles frei und trotzdem ist so die Qual der Wahl. Wo stellen wir uns hin? What the fuck? Hier stehen wir. 20 Minuten später. Ja, Philipp hat mich gerade zum Lachen gebracht. Lager ist aufgebaut. Sieht immer noch scheiße aus mit dem Wetter, aber der Rest sieht gut aus, finde ich. Wir gucken uns das mal kurz an. Hier oben haben wir unsere LED-Beleuchtung. Hier unsere Kochecke. Ja, sieht soweit gut aus. Akkus laden gerade. Hier drin ist noch ein bisschen Chaos. Das wird nachher so ein bisschen aufgeräumt, weil Akkus laden noch und so weiter. Ja, Musik ist am Start. Gucken wir uns das Ganze mal von draußen an. Ja, das ist dann Tag 1, Dienstag. Vielleicht haben wir heute Abend noch irgendwas, was wir zeigen können. So ein bisschen Whoop-Action oder so. Aber bis dahin würde ich erstmal sagen, tschüdelü und auf Wiedersehen. So, der AK will nochmal eine Ansprache machen. Ja, AK aber nicht ins Feuer auf, AK, der brennt. Also, ich möchte euch nochmal vielen Dank also sagen, dass ihr hier alle zahlreich erschienen seid. Ich glaube, der Effekt ist gerade weg. Ich mach nach so. So, also. Mir fällt auch gerade nichts mehr ein. Wir werden gerade ein bisschen schummrig im Kopf. Der Scheiß haut ganz schön rein. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus für euch alle. Dankeschön. So, moin moin. Mittlerweile ist es schon... Wow. 12:30. Ich mache mich so langsam bettfertig. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie das hier abends eigentlich in dem FP-Van aussieht. Ich check hier gerade noch so ein bisschen von heute aufgenommenes Videomaterial. Da mache ich aber mal kurz so. Ja, war gut. Wir saßen eben am Lagerfeuer alle Mann, haben noch schön was getrunken und gesabbelt und haben uns noch Pizza bestellt. War cool. War geile Sache. Ja, und jetzt würde ich sagen, mache ich mich mal so langsam fertig und ich gebe euch nochmal einen kleinen Einblick. Man denkt ja immer, dass das hier so klein ist, aber eigentlich, actually, ist das gar nicht so klein. Wenn man mal guckt hier, da ist mein Laptop. Hier habe ich dann gleich noch mein Tablet und da läuft gerade Game of Thrones mit Sky, mit der Sky-App. Ja, Game of Thrones ist vorbei, ich weiß, aber nun gut. Hier oben meine Fächer. Ja, und da. So, dann wird das Bett hier gleich ausgeklappt. Da unten sind meine Schuhe. Da ist ein Heizlüfter. Ja, hier laden so die Sachen. Ansonsten, alles cool, alles cool. Wenn man jetzt so hält,
So, das war genug Einblick für heute. Ich sag dir mal tschüss und gute Nacht. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Es ist Mittwochmorgen. Die Sonne scheint. Wetter richtig geil. Ich habe gut geschlafen heute Nacht. War nicht allzu kalt. Der Heizlüfter hat seinen Dienst getan. Und jetzt ist Zeit für Frühstück. Und was machen wir am besten? Sucuk und Ei. Moin, Kaffee Moin. Läuft. Was weiterfilmst. Mein Lieblingstürke. Der einzige Bade. Richtig, danke schön. Ne, Ömit noch. Ja, Ömit noch. Sowieso. Ja, der ist First Class. Drei Tage später. So, heute ist mittlerweile Samstag. Die letzten beiden Tage bin ich überhaupt nicht zum Aufnehmen gekommen, weil wir mit Frontflip immer Freestyle gefahren sind und ich habe jedes Mal vergessen, die GoPro mitzunehmen. Aber ich werde euch das hier immer wieder einblenden. Stopped asking for forgiveness, 'cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, 'cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel. Und heute geht's los mit Frankie und den Hamburger Jungs. Und wir haben dabei den Dirk Durst. Moin. Aber wir werden jetzt noch mal ein paar Freestyle-Spots abklappern. Wie immer gibt es dann die Videos hinterher. Bis dahin, tschüss. Oh, so, wir sind jetzt an so einem riesen Industrieding. Das ist unglaublich. Das ist, glaube ich, echt ein Bando. Schaut euch das mal an. Also Kennzeichen haben sie schon. Fuck. Kennzeichen haben sie schon? Ja, die Kamera. Wo? Oben an dem. Oh, shit. Wir sind auch genau auf die richtige Stelle reingefahren, ja, ne? Ja, Mann. Oh. Scheiße, guck dir das an hier. And they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain. Ja, da ist doch so ein Kanal, Alter. Alter, was ist das für eine behinderte Scheiße? Nimm doch, mach doch mal jemand hier QR-Code, Alter. Da ist ein QR-Code drauf. Meinst du, das ist eine Bedienungsanleitung? Ja, bestimmt. Wir werden sehen. Als GIF. Das ist wahrscheinlich nur Luft drin zum Anfassen. Das ist Internetstelle, da lachen die Frauen nicht wahrscheinlich aus. Den Henkel. Zu dumm, ich verstehe auch. Kommt irgendein Gel raus, und dann habe ich es im Sicht. Rinnenhals, Alter. Ja, keine Ahnung. Sieht hier auch nicht. Auf Ex oder was? Oh, Alter! Schwein kriegt doch keinen Kaffee mehr. Digga, das gibt doch den harten Koffeinkick, oder? Halben Liter erstmal. Digga, die Bayern Exen sogar den Kaffee weg, Alter. Oh, die Augen. Da hier. Eiskaffee 600 Milliliter. Ende. Wow. Challenge accepted, Alter. Guck mal, der Kuhkick ist jetzt immer noch da drin. Und der Kuhkick ist immer noch drin. So, jetzt was ist der Kuhkick? Jetzt können wir den Kuhkick mal nachdenken. So, Jungs, hier.
Wer hat Handy in der Hand für Navigation? Ich. Die restliche. Hinter diesem komischen Wall fängt doch erst das Gebirge an, weil die Hügel. So. Das Gebirge. Das Gebirge. Ja. Wie weit ist das? Was sagt Handy? Handy sagt zu Fuß. Oh, warte mal, 200 Meter sagt er noch. Ja, das geht ja. Warte mal. Ja, keine Ahnung, 200 Meter in die Richtung. Okay. Say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way, you think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh some things never change, never change, oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you break your back to make me feel again. Stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change.